Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Dortmund, Schalke, Madrid, sie durften in ihrer Profilaufbahnzeit einige große Clubs kennenlernen. Was reizt sie am kleinen, bescheidenen TuS Haltern? Ja, ich habe mein Herz hier verloren in der Stausekampfhahn. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe hier als kleiner Junge auf dem Platz mein allererstes Spiel gemacht und bin vor knapp 10 Jahren einfach zurückgekehrt in unterschiedlichen Funktionen. Seit 4 Jahren auch als Trainer, als erster Vorsitzender. Und das ist einfach mein Verein und da hängt mein Herzblut dran und mittlerweile auch sehr viel Zeit. Und wie kam es konkret genau zu dem Engagement hier? Ja, Ende 2008 ging es einfach um eine prekäre finanzielle Situation, so wie das viele Amateurvereine, glaube ich, auch haben und kennen. Und habe gesagt, ich engagiere mich gerne, aber wenn, dann habe ich eigentlich Lust, das auch richtig zu machen. Und ja, wir haben den Verein so ein bisschen auf links gedreht, einfach leistungsorientierte Strukturen noch eingezogen, was ja im Amateurbereich auch nicht immer ganz einfach ist, weil man auf diesem Weg einfach auch viele Leute ja auch verliert, die das als Hobby sehen, die das einfach auch als Breitensport sehen. Dadurch natürlich die sportlichen Erfolge, eine gewisse Euphorie hier, sehr viel Arbeit und ja, ich gehe da einfach total drin auf. Aktuell stehen Sie ja mit der U19 von TuS Haltern auf Platz 2 der Landesliga Staffel 2. Was sind so Ihre mittelfristigen Ziele mit der Mannschaft? Ja, es orientiert sich natürlich alles so ein bisschen an dem Erfolg der Senioren und der ersten Mannschaft. Und wir wollen einfach aus uns heraus, aus dem Verein, leistungsorientierten Amateurfußball bieten. Und die erste Mannschaft ist ja ein bisschen vorgeprescht als Oberliga-Aufsteiger, jetzt schon wieder oben mit dabei. Und am Ende muss der Jugendbereich auch ein bisschen Schritt halten. Die U19 ist der entscheidende Übergangsjahrgang zu den Senioren. Die U23 ist wichtig, weil sie einfach dann den Altergängen U19 2-3 Jahre Seniorenfußball auf einem vernünftigen Niveau bietet. Und deswegen müssen wir Schritt halten. Dass wir jetzt natürlich irgendwie als Aufsteiger da oben mitspielen, ist toll, aber wir wollen auch nicht vermessen sein. Wir spielen bisher eine sensationelle Runde als Aufsteiger mit Spielern, die letztes Jahr zum Teil U17 Kreisliga A gespielt haben. Wir genießen jetzt so aktuell den Lauf. Ob das dann am Ende reicht, keine Ahnung, aber es ist ein toller Erfolg. Sie engagieren sich vielseitig, unter anderem viel bei sozialen Projekten, haben auch Ihre eigene Stiftung. Wie viel Zeit investieren Sie dann oder bleibt für Sie als Trainer der U19 da noch? Ja, wir arbeiten ja als Team mit Timo Osthoff und Hannes Rittner, Marek Swiatkowski als sportlicher Leiter, Ronald Schulz ein bisschen in der Organisation. Also man sieht schon, das ist ein Stab an Leuten, der könnte fast auf Profifußball schließen, hat aber einfach damit zu tun, dass ich unheimlich viel unterwegs bin und auch an Wochenenden bin ich ja samstags eben für Sky im Einsatz, muss dann sonntags den ersten Flieger nehmen, um einigermaßen zeitig da zu sein. Das ist dann schon in Summe auch echt ambitioniert, das alles so hinzukriegen und deswegen freue ich mich auf einen tollen Mitarbeiterstab, loyale Leute, die mich da unterstützen und die am Ende auch dieselbe Liebe für den Amateurfußball haben. Fußball ist schnell und leistungsorientiert. Oft fängt das Scouting sehr früh an und die jungen Spieler werden in Akademien gesteckt. Was halten Sie von dem Drill immer zur Verbesserung? Die Gefahr, was steckt dahinter für Sie? Ja, es ist einfach eine Entwicklung, dass immer früher Kinder auch angesprochen werden. Wir reden da wirklich von Kindern. Ich bin zur U17 vor langer, langer Zeit gewechselt zum FC Schalke 04. Das war noch vor der Zeit der NLZs. Heute gibt es eben Sichtungseinheiten im F-Jugendbereich. Und ich glaube, es muss ja allen deutlich sein, dass bis auf Manuel Neuer, glaube ich, der von der F-Jugend bei Schalke 04 bis zu den Profis durchmarschiert ist, ein Großteil wird auf dem Weg aussortiert. Ne? Und das ist einfach für ein Kind und einen jungen Menschen auch brutal, ne? Wenn es dann auch noch der Lieblingsverein ist und man gesagt bekommt, dass der Weg da nicht weitergeht. Am Ende ist die Breite, die wir hier auch beim TuS Haltern abbilden, wichtig für den deutschen Fußball, um die Spitze und den Leistungsfußball auch so abzubilden. Deswegen ist das, was wir hier machen, das, was viele andere Vereine machen, einfach wichtig. Rückblickend auf Ihre aktive Spielzeit, wo fanden Sie die Atmosphäre oder die Stimmung der Fans am schönsten? Ich muss ja im Ruhrgebiet immer ein bisschen aufpassen, auf welche Seite mich da schlage. Also als Kind war ich Fan von Borussia Mönchengladbach, dann durfte ich in Dortmund spielen, zum Abschluss nochmal auf Schalke. Und ich kenne ja die Rivalität, ich bin Kind des Ruhrgebiets und weiß, dass einige das als Sakrileg empfinden. Ich persönlich bin irgendwie total dankbar, dass ich bei beiden Vereinen spielen durfte. Und das sind einfach zwei Vereine, die so von den Menschen gelebt werden, wo Menschen mitleiden, wo Menschen ihr allerletztes Hemd geben.
um ihren Verein zu unterstützen. Und daraus resultiert am Ende auch die Arbeit meiner Stiftung. Viele der Projekte sind ja auch im Ruhrgebiet, zum Beispiel auch eben in Gelsenkirchen-Schalke, einfach in der Region, in der ich spielen durfte, diejenigen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht. Also wollen Sie konkret jetzt nicht sagen, in der Arena habe ich mich am wohlsten gefühlt oder vielleicht auch Primera Dimension? Also ich muss ehrlich sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen schade. Wenn ich heute in Stadien, auch in der Bundesliga unterwegs bin, ist man fast so ein bisschen abgestumpft, weil man einfach, was jetzt im Westfalenstadion ist oder in der Arena auf Schalke, so viele Spiele dort als Protagonist miterleben durfte. Was mich immer noch packt, ist das Bernabeu. Dort zu sein, dort zu sitzen, dort die Spiele zu schauen, zu wissen, hier haben die größten Spiele aller Zeiten die relevantesten Titel geholt. Das Bernabeu ist als Bauwerk, als Symbol für Real Madrid was ganz Besonderes. Abschließend, die WM steht ja bald an. Wie ordnen Sie die deutsche Mannschaft ein? Ja, wir sind einer der großen Favoriten. Ich gehe davon aus, dass wir auch wenigstens bis ins Halbfinale kommen. Dann wird es natürlich auch eng, hat dann sehr viel mit Tagesform zu tun, mit Verletzungen, mit Spielglück. Also wenn ich nur an das Halbfinale der EM 2016 erinnere, wo wir eben jenes nicht hatten und die Franzosen eben sehr abgezockt da ihre Chancen genutzt haben und so das Gefühl hier in Deutschland auch war, eigentlich kann das ja gar nicht sein, dass wir da rausgeflogen sind. Das kann einfach passieren. Und 2014 war das Spielglück dann zum Beispiel auch gegen die Algerier oder auch gegen Argentinien dann auf unserer Seite. Das gehört dann im Halbfinale, Finale mit dazu. Und wer könnte für Sie so eine Überraschungsnominierung werden? Ja, ich glaube, Überraschungen wird es kaum noch geben und eher Überraschungen, wer nicht mit dabei ist. Die Zeiten haben sich ja auch verändert. So viele tolle Spieler, talentierte Spieler. Ich glaube, Jogi Löw hat eine Auswahl aus fast 40 Jungs und er wird sehr viel Arbeit haben, den Jungs absagen zu müssen. Und das, vor 10 oder 15 Jahren war die Situation eine völlig andere. Da hat man noch irgendjemand aus dem Hut gezaubert. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen, weil einfach die Breite und diese Qualität so da ist, da jemandem zu sagen, er ist nicht mit dabei, das fällt, glaube ich, auch Jogi Löw schwer. Christoph Metzelder, vielen herzlichen Dank Gerne. Für das Interview. Gerne. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.